Hallo, heute ist wieder Mittwoch. Ich möchte euch wieder ein neues Öl zeigen und zwar oder präsentieren. Das ist das Cedarwood. Cedarwood ist nicht zu verwechseln mit dem echten Zedernholz. Das ist tatsächlich was anderes. Ist, der lateinische Name ist, ich muss kurz spicken, Juniperus virginia. Virginiana. Etwas schwierig, ich bin kein Lateiner. Also wie gesagt, nicht das echte Zedernholz. Ist ein ganz tolles Öl, was für die Haut ganz toll ist, weil es nämlich ausschließlich aus Sesquiterpenen und Sesquiterpenolen besteht. Und diese chemischen Bestandteile fördern dieses stark entzündungshemmende Wirkung und das ist ganz, ganz hautmild. Also es ist ein wirklich sehr, sehr mildes Öl, was ihr ganz toll für die Hautpflege auch verwenden könnt. Wenn ihr schon sehr empfindliche Haut habt, wenn ihr vielleicht auch Hautrötungen habt, toll auch für die Männer, für die Bartpflege. Das ist auch vom Geruch her ein Öl, was Männer sehr, sehr gerne hernehmen. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Spearmint und Sandelholz und Bergamott. Eine tolle Mischung auch für Männer. Es wirkt für die, nicht nur die Gesichtshaut kann es gut beruhigend wirken, sondern tatsächlich auch für die Kopfhaut. Das heißt, da auch ein ganz tolles pflegendes Öl. Kann man sich ein Spray zum Beispiel machen. Hilft bei Schuppen. Kann auch da wirklich diese Kopfhaut beruhigen. Bei Haarausfall und Kopfhauterkrankungen grundsätzlich hat man da schon sehr positive Wirkungen erzielen können. Auch bei der Haut nochmal zu benennen, beim Thema Windpocken kann es auch sehr hilfreich sein, dass es da abschwellend wirkt, falls es doch mal ausbrechen sollte, bei den Kindern vielleicht. Es ist ein Antihistamin, so wie Lavendel. Und wirkt dementsprechend und ist auch gut, genau, sehr gut auch bei Wassereinlagerungen, weil es den Lymphfluss anregt. Das heißt, wenn ihr irgendwie auch geschwollene Beine habt oder so, kann man da ganz toll auch sich zum Beispiel eine Mischung machen mit Zypresse und dem Cedarwood, vielleicht noch ein Pfefferminz, wenn es jetzt gerade so heiß ist und das wirklich einreiben und damit so ein bisschen diesen Lymphfluss anregen und dann wird das sehr stark auch dieses Gefühl von diesen schweren Beinen gelindert. Dafür ganz toll. Und lasst mich kurz noch mal schauen. Genau, Lymphdrainage könnt ihr auch damit machen. Und ja, wie alle Holzöle, wirkt es ganz stabilisierend und erdend und beruhigend, auch tatsächlich bei längeren Krankheiten, wenn man da länger irgendwie anfällig ist oder bei wirklich Erschöpfungszuständen, wenn man da sich etwas behelfen möchte, also wirklich bei so chronischen Prozessen und Zuständen ist das auch sehr gut anzuwenden. Und als ein letztes noch, Krampfadern. Ich wusste, irgendwas war noch, was ich gelesen hatte. Genau, bei Krampfadern auch anzuwenden aufgrund dieser Lymphflussgeschichte. Und also zusammengefasst, ganz toll für die Haut, weil es ganz stark auch entzündungshemmend eben wirkt und sehr beruhigend und mild ist für die Haut. Hier oder auch für die Kopfhaut eben, wie gesagt. Schuppen entstehen ja auch an der Kopfhaut, weil es da sehr trocken ist oder irgendwelche, vielleicht ein Befall ist mit irgendwelchen Pilzen oder was auch immer, die da nicht hingehören. Dann sehr gut für Lymphfluss und für so schwere Beine etc. und emotional gesehen war wirklich auch sehr gut bei längerfristigen Erschöpfungszuständen, irgendwelchen chronischen Geschichten, wo man länger einfach krank ist und nicht so rauskommt, ist das Cedarwood sehr gut. Macht euch das in den Diffuser, mischt es gerne mit so Ölen wie Orange und dann ist auch vom Preis her super. Also ein ganz tolles Öl, was ich nur empfehlen kann. Schönen Tag euch!